So Leute, es kann wieder weitergehen mit Let's Play The Bro XCOM die Classified. Ich bin es, euer Simmerfix. Im letzten Part haben wir es endlich geschafft und Axis gefangen genommen. Ja, wir haben ihn besiegt und dann ist natürlich die liebe nette Viva hat dann etwas getan, was nicht ganz so lieb und nett war. Was irgendwie zu ihr passt. Nicht lieb und nett sein. Ja, sie hat ihn nämlich getötet und eigentlich die Informationen, die wir aus ihm rauspressen wollten, konnten wir nicht machen. Ja. Und da er schon tot war. Und jetzt schauen wir erstmal, was wir mit der machen. Also, ich finde das ja furchtbar, dass ihr den da getötet habt. Also, das ist so nervig. Das ist so hart war der Kampf. Und jetzt sagt ihr einfach hier, ja, kein Bock mehr. Bumm. Mein Gott. Nein, was soll man machen? Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier zu unserer Einsatzzentrale, dem Bro, zurück. Und schauen mal dazu, was die anderen so zu sagen hat. Ich werde gleich mal hier, unser Boss wird uns erstmal hier anmotzen, der Fork. Der ist wahrscheinlich wieder die Viva immer noch mehr anmotzen, da fühle ich mich gleich wieder besser, aber wir sollten ja auf sie aufpassen, sie im Schlüpfer sogar eliminieren. Und ja, wir haben nichts davon getan, jetzt ist der Axis tot, damit ist unsere beste Spur weg und irgendwie ist es recht schlecht gelaufen, wenn man so im Ganzen sieht. Eigentlich haben wir nichts gewonnen, ja, okay, wir haben diese Basis zerstört, aber ansonsten haben wir nicht das bekommen, was wir wollten und jetzt haben wir eigentlich auch keine Spur zu den Aliens. Ich frage mich, was jetzt los ist. Carter, die Daten, die Sie und Weaver von der Outsider-Anlage besorgt haben, die Analyse ist beunruhigend. Bei der Menge an Infektionsstoffen und der Struktur der Wasserversorgung unseres Landes erwarten wir... Über 2/3 der Bevölkerung wären innerhalb weniger Wochen infiziert worden, hätten wir es nicht gestoppt. Ich kann rechnen. Wie es aussieht, wurden Zehntausende, vielleicht Hunderttausende infiziert oder kontaminiert. Es wird immer schwieriger für uns, die Outsider-Bedrohung geheim zu halten. Wir können uns keine landesweite Panik leisten. Wir müssen schleunigst etwas tun. Ist das jetzt gut? Oder ist das jetzt schlecht? Deine Agenten haben... Achso, wir haben ja die zu einer Mission mal hingeschickt, nach Fernley in Nevada. Deine Agenten haben die Studenten gefunden und sie angeworben, um ihr Schweigen zu gewährleisten. Sie haben uns gezeigt, was sie über die Outsider-Technologie wissen. Sie arbeiten nur mit Dr. Murphy an der Entwicklung neuer Waffen. Nett! Ja, nett. Oh, Leute, aber es ist schon um einiges mehr rot als noch beim letzten Mal, wenn euch das hier so auffällt. So. Das ist Level 8. Ich kann es gerade nicht erkennen. So, doch, das soll... Ach, geil, da können wir sogar unsere ganzen Teamkollegen hinschicken. Sehr nice. So, Level 8, Level 8. Dann passt, dann können wir die hier direkt wieder entsenden. So, dann fährt, fliegt, was auch immer mal hin zu den Hypnotisierten. Aber das ist ja echt super nice. Also, relativ gut ist es ja, muss man sagen, irgendwie schon gelaufen. Na, Forky Boy, ist doch gut gelaufen, oder? Dieser Angriff ist unsere beste Chance. Aber ich will Ihnen nichts vormachen, was die Aussichten betrifft, dass wir zurückkehren. Das sagt er irgendwie immer. Immer unsere Aussichten sind so null. Gegen null. Weniger als null. So. Hier ist nicht... Oh, schade. Hier ist nicht mehr unser Alkohol, den wir trinken können. Ist aber schade. So. Was sollten wir machen? Wahrscheinlich hat der Durchsager gerade was super Wichtiges gesagt, wo ich drüber gelabert habe. Aber es sieht eigentlich noch nicht so schlimm aus. Also dafür, dass alles hier super schlecht ist und so. Also dafür, dass hier so viele Aliens sind, die wir hier schon getötet haben. Naja, okay. Aber es ist schlimmer natürlich als beim letzten Mal, aber ich glaube, wir haben doch hier was geleistet, Mann. Naja, ich würde sagen, wir reden jetzt hier erstmal mit der Viva. Oder auch nicht. Der kann uns mit uns reden. Gut. Ich muss Sie sprechen. Angie, wie geht's Ihnen nach allem, was passiert ist? Axis ist tot. Und Pete? Ihn habe ich schon vor Jahren verloren, Will. Das war nur ein letzter Abschied. Das tut mir leid. Danke. Und jetzt zurück an die Arbeit. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wie meinen Sie das? Wir hatten recht. Dieser Angriff war nur der Anfang. Ihre restlichen Truppen sind binnen Stunden hier. Uns bleibt höchstens ein Tag. Es ist nicht eben viel Zeit. Nein, aber wir können ein paar Städte vor ihrem Angriff evakuieren. Ich habe schon mal einige Teams losgeschickt. Wenn wir nicht gewinnen, zögern wir das Unvermeidliche nur hinaus. Sagen Sie das denen, die noch Zeit mit ihrer Familie haben. Wir müssen rauskriegen, wo wir zuschlagen können. Schon dabei, die Information wurde isoliert. Weir dekodiert noch die exakten Koordinaten. Das klingt sehr nach einem Himmelfahrtskommando. Mag sein, da mache ich mir keinen Kopf. Wenn wir sterben, sterben wir. Aber ich sorge dafür, dass Origin mit drauf geht. Das sehe ich ganz genauso. Ich habe in diesem Krieg so viel verloren wie jeder andere. Ich bringe das zu Ende. Haben Sie bekommen, was Sie dort gesucht haben? Ich wusste, ihn zu töten würde nicht viel ändern. Davon wird keiner wieder lebendig. Aber ich schlafe etwas besser. Danke, Will.
Danke für diese Chance. Sie sollen wissen, was da mit Ihrem Bruder passiert ist. Well, schon okay. Sie hatten recht. Es musste sein. Ich hoffe nur, Sie tun im Zweifelsfall das Gleiche für mich. Bei Ihnen muss ich nicht lange überlegen. Oh, danke. Aber danke, Will. Und Pete würde Ihnen bestimmt auch danken. Wir haben nicht viel Zeit. Ja, Weir hat die Zielkoordinaten. Ich bin sofort einsatzbereit. Also, dass wir eigentlich den retten wollten, nicht retten, aber dass wir eigentlich den herausbringen wollten hier, Axis und verhören wollten, das interessierte keinen so. Axis, es ist extrem wichtig, Axis sofort auszuschalten. Bitte sorgen Sie dafür, wenn der Beste dann ganz kritische Situation ermöglicht. Cool. Warum macht er sich da Notizen? Keine Ahnung. Naja, dann Tonbänder. Ach, hören wir uns die Tonbänder an. Warum nicht? So ist es. Da kann man nichts dagegen sagen. Okay, ich würde sagen, wir reden jetzt aber trotzdem erstmal nur mit allen Leuten, die wir sehen. Da sind wir ja noch hier hinten, habe ich noch jemanden gesehen. Dieser Funker. Mit dem konnten wir ein einziges Mal reden und der hat irgendwie nichts Infos gesagt. Aber vielleicht hat er jetzt was zu sagen hier, unser Crew. Konnten Sie mit den Daten von Axis etwas anfangen? Und wie? Die Sache ist nur, wir wissen noch nicht, ob die uns wirklich so viel weiterbringen. Klar bringen sie uns weiter. Kann ja nicht alles umsonst gewesen sein. Die meisten Informationen sind logistischer Natur. Wo Outsider stationiert sind, wie sie vorrücken wollen und so weiter. Das ist doch von großem Nutzen im Krieg. Wäre es, wenn wir ihnen etwas entgegenzusetzen hätten. Wir wissen jetzt zwar, welche Städte evakuiert werden müssen, aber wir sind ihnen nach wie vor nicht gewachsen. Blödsinn. Ich schaff's doch auch, etwas gegen sie auszurichten. Ja, aber sie sind sie. Sie haben die besten Waffen, die der Menschheit je zur Verfügung standen. Ein schlagkräftiges Team und das Ding an ihrem Arm. Wir haben nur eine begrenzte Zahl XCOM-Agenten. Die Outsider einen ganzen Planeten voller Soldaten. Was sollen wir also tun? Einfach aufgeben? Natürlich nicht. Aber um das Blatt zu wenden, bleibt uns wirklich nur eine Möglichkeit. Origin und Mosaic ausschalten. Ja, und ich wüsste nicht, wer dafür besser geeignet wäre als Sie. Sorry. Wie gehen die Outsider mit dem Verlust von Axis um? Er war der Kopf der Invasion, das muss sie doch sicher beeinträchtigen. Wir dachten, es wäre so, als ob eine Armee den General verliert. Aber wir haben seine Bedeutung überschätzt. Sie erhalten weiter Befehle über Mosaic von Origin. Deshalb ist er das nächste Ziel. Ja, ohne Origin und Mosaic sollten die Outsider völlig abgeschnitten sein. Und plötzlich sind wir im Vorteil. Wenn der Einsatz Erfolg hat. Wir zählen auf sie. Viel Glück. Was wissen wir über die Alien-Welt, ihre Verteidigungssysteme? Der Mosaik-Kern muss sich ganz nah bei ihrer Heimatwelt befinden. Wenn Origin darüber Befehle sendet, muss auch er dort sein. In Axis-Daten war von automatisierter Verteidigung die Rede. Allerdings nicht von Wachposten. Und der Avenger bringt uns an den meisten dieser Systeme vorbei? Genau. Ich wünschte mir, wir hätten Zeit, ihre Welt zu erforschen. Mann, dafür würde ich mein letztes Hemd geben. Soll ich Ihnen einen Platz im Avenger beschaffen? Das lassen Sie mal. Mein letztes Hemd würde ich geben, mein Leben nicht. Dankeschön. Wie schätzen Sie unsere Chance ein? Ihre Chance gegen Origin oder die Chance für die gesamte Menschheit? Hängt ja wohl eins mit dem anderen zusammen. Auch wieder wahr. Wie schätzen Sie unsere Chance ein? Fragen Sie lieber nicht. So wie die Wetten stehen? Naja, ich bin ein reicher Mann, wenn Sie heil zurückkommen. Toll. Freut mich für Sie. Wird langsam Zeit aufzubrechen. Vielleicht bringe ich Ihnen ja ein Andenken mit. Hauptsache, Sie legen Mosaik lahm. Alles andere ist Zugabe.
Der wettete auf uns. Super gut, super gut. Ah, mein Gott, der wettete auf wir leben oder sterben. Naja, ich glaube, ich wette einfach mal auf uns. Warum? Weil wir unbedingt leben, weil wir einfach neu laden können. Ach, neu laden ist schon immer schön gewesen. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erst nochmal zu unserem guten Kumpel, dem Outsider, den wir gefangen haben. Und sagen wir mal hier, dass sein Boss tot ist, also so sein halber Boss. Wir wissen ja, Origin ist ja dieser Computer, der ja alle ganz regiert, aber der Axis, das war ja so der Patriarch, glaube ich, war auch sein Spitzname hier irgendwo. Und es war ja zum anderen auch hier der Anführer, Streitmächte auf der Erde. Schauen wir mal, was er dazu so sagen hat. Achso, wir können ja mit dem reden. Das war doch der, wo hier die Frau in Gefahr war. Der Feindagent ist sicher verwahrt. Oh, er ist sanft wie ein Lamm, seit sie Axis getötet haben. Keine Ahnung, was er hat, aber so oder so, er ist sicher verwahrt. Merkwürdig, aber soll mir recht sein. Vorsichtig mit ihm. Natürlich, Sir. Wachsamkeit ist meine Parole. Na schön. Und wie geht es Ihnen? Oh, das ist etwas komplizierter. Wir können so kurz vor dem Abflug kein Risiko eingehen. Wenn es Sicherheitsbedenken gibt, muss ich sie wissen. Das ist mir klar. Und das ganze Wachpersonal ist in höchster Alarmbereitschaft. Der Feind hat unseren Aufenthaltsort noch nicht aufgespürt. Aber wir haben für den Tag bereits vorgesorgt. Gut zu wissen. Aber hoffentlich kommt's nicht dazu. In Fragen der Sicherheit darf man nie zu optimistisch sein, Sir. Sein Schweigen gefällt mir nicht so recht. Er könnte etwas aushacken. Das glaube ich nicht. Er hat zu niemandem ein Wort verloren. Und er hat auch kaum etwas gegessen. Und er ist noch immer von Mosaic getrennt. Er könnte krank sein oder was weiß ich. Seit er gehört hat, dass sie Axis erwischt haben, scheint er auf etwas zu warten. Wie er wohl reagiert, wenn wir Mosaic abschalten? Wenn, Sir. Nicht falls. Ich weiß, dass sie es schaffen. Hab von ihren Familiensorgen gehört. Hat sich was getan? Ach, Percy's Team hat mein Mädchen und den Rest der Familie geholt. War schön, noch mit ihr reden zu können, bevor die Infektion zu schlimm wurde. Ich weiß, wie hart das sein kann. Aber keine Sorge, sie ist in guten Händen. Ich weiß. Es ist nur so, dass meine Eltern haben bei ihr gewohnt. Und sie haben das gleiche Wasser wie sie getrunken. Oh. Wir wissen nicht, wie viel Zeit ihnen noch bleibt. Vielleicht trifft es sie nicht einmal. Aber wenigstens sind sie hier. Ich muss jetzt los. Natürlich, Sir. Bereiten Sie diesem Krieg ein Ende. Für uns alle. Das klingt ja jetzt schon sehr final hier. Also, ist das jetzt schon hier das Finale? Also, ich glaube erstmal müssen wir noch ein paar Daten suchen. Dann können wir hier erst zu Origin und so vorwärts gehen. Na, schauen wir mal. Ey, was hat denn der... Achso, ich dachte, der hat eine Kleidung an. Das ist... Naja. Sieht trotzdem irgendwie anders aus als die anderen aussehen. Na, schauen wir mal, was er so zu sagen hat. William Carter. Sie sind es. Sie sind anders als sonst. Ich weiß auch nicht so recht. Ich hatte Visionen von Axis, von Origin, von meinem Volk. Geträumt, hä? Vielleicht ist das der Begriff dafür. Es war intensiver als während meiner Verbindung mit Mosaic. Sie sagten was von Träumen. Was sehen Sie da? Mein Volk wogt empor wie eine Flutwelle aus dem Meer. Es rauscht über eure Welt hinweg und baut überall, wo es hinkommt. Scheint euer Schlachtplan zu sein. Es ist nicht aufzuhalten. Eine unendliche Masse. Und über allem thront Origin. Hämisch. Wir verwandeln eure Welt in eine Hülse. Wie zuvor unsere eigene. So weit wird es nicht kommen. Das werde ich verhindern. Ich weiß, Sie wollen Mosaic zerstören und uns von Origin befreien. Aber ich fürchte, das wird nicht reichen. Es wird ein Anfang sein. Eins nach dem anderen. Wie behandelt man Sie hier? Manche der Forscher sind neugierig und grausam. Der Wachposten Richard Rose stellt sich vor mich. Das ist anständig, aber eine Beleidigung für einen Krieger. Gut zu hören. Wir brauchen ihr Wissen, wenn wir die Menschheit retten und dazu bringen wollen, ihr Volk als Flüchtlinge aufzunehmen. Ich werde ihnen helfen, so gut ich kann. Was erwartet mich in eurer Welt? Warum wollen Sie das wissen? Weil es an der Zeit ist, dort zurückzuschlagen. Das ist ein törichtes Vorhaben, William Carter. Selbst die entlegensten Winkel unserer Heimat werden bewacht. Wir sind darauf vorbereitet. Sagen Sie mir, was uns erwartet. Ich habe meine Heimat so lange nicht gesehen. Jahrzehntelanger Krieg auf anderen Planeten.
Nur vage Erinnerungen an das, wofür wir kämpften. Türme ragen in den Himmel. Truppentransporter fliegen Patrouille und stets ist Gift in der Luft, im Wasser und in unseren Köpfen. Verstehe. Schmerz, William Carter. Schmerz wird sie erwarten. Ich glaube, sie brauchen jetzt Ruhe. Danke. Aber die Visionen von eurem Planeten. Vielleicht, wenn ihr Origin aufhalten könnt. Das ist unser Ziel hier, den Origin aufzuhalten. Ob das so leicht wird? Naja, ich weiß es nicht. Aber versuchen müssen wir es. So, das ist Dr. Weir, oder? Du bist Dr. Weir. Aber Leute, bevor wir mit Dr. Weir reden, würde ich sagen, machen wir erstmal einen ganz kleinen Cut und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei The Bro X-Com, die Classified. Bis dahin, euer Themafix. Haut rein und wir sehen. Ciao.